Heute möchte ich ein ganz kurzes Respawn-Ranked-Statement aufgreifen und ich möchte noch klarstellen, was mit den Ranked-Badges wird. Viele sorgen sich um ihre animierte Badge, weil wir ja keinen Split erstmals in Season 17 haben. Und es war ja so, wenn du im ersten Split von mir aus Master erreicht hast und im zweiten auch, ist deine Badge animiert. Schaffst du es nur in einem Split, ist sie nicht animiert. Das greife ich schon mal vorweg. Wir bekommen alle, die mindestens Dia aufwärts, obwohl, es gilt natürlich für jeden Rang, logischerweise, wir bekommen alle eine animierte Badge. Das möchte ich schon mal vorgreifen und jetzt zum offiziellen Statement von Respawn, weil sich viele aufgrund des absolut bescheidenen Ranked-Systems in Season 17 wünschen sie sich das Ranked-System von älteren Seasons zurück. Und das Statement von Respawn lautet, es wird keinen Rückschritt geben. Wir werden nicht wieder irgendein Ranked-System aus einer alten Season übernehmen. So wie es jetzt ist, wird es bleiben. Es wird aber nach und nach von Season zu Season immer kleinere Änderungen geben, Justierungen, um das Ranked-System so perfekt wie möglich gestalten zu können. Aber einen kompletten Reset zu von mir aus Season 15 oder 14 oder weiß der Geier was, wird es definitiv nicht geben. Und so können wir sicher sein, dass wir in Season 18, das hat Respawn ja schon auf der offiziellen EA-Seite bekannt gegeben, was es schon alles für Änderungen geben wird. Es wird auch noch mehr Änderungen geben. Und von Season zu Season wird jetzt geschaut, wo muss noch geschraubt werden, wo müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Und das ist das offizielle Statement von Respawn. Wir können also sicher sein, dass wir hoffentlich, das muss natürlich die Praxis zeigen, auf einem guten Weg sind. Solange müssen wir einfach abwarten, aber für alle, es gibt eine animierte Badge und am Ranked-System wird vernünftig geschraubt und es wird keinen Rückschritt geben. Das war's von mir, bis zum nächsten Video, haut rein, ciao.